Eisenstadt ist unabtrennbar mit dem Begriff Esterhazy verbunden. Das war der fürstliche Hauptsitz von einem der einflussreichsten und wichtigsten Adelsfamilien, eigentlich in ganz Mitteleuropa. Und was die Esterhazys für die Musikwelt, für die Komponisten gemacht haben, das ist unglaublich. Und es war ja nicht nur Joseph Haydn, der hier jahrzehntelang gearbeitet hat, aber Esterhazy war verbunden mit Beethoven, sogar mit Mozart, mit Schubert. Eisenstadt ist eine kleine Bundeshauptstadt, aber musikgeschichtlich eine riesengroße. Weltweit anerkannt, geschätzt, hochgeschätzt und hier an diesem Ort, auch jetzt hier im Haydn-Saal, spielen zu dürfen, auftreten zu dürfen und ein Festival künstlerisch planen und leiten zu dürfen, ist eine große Aufgabe, eine große Verantwortung, eine große Ehre und eine Inspiration und Freude für mich.